Oder so? Nein, aber dürfte ich noch mal kurz nachfragen, was? Also ich muss wirklich sagen, auf den ersten Blick, ne, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Umfrage mega peinlich werden kann oder wird, weil so laufe ich privat auch rum. Hallo Celine. Oh mein Gott, diesmal sind wir besser, Schwöre. Wir haben uns vorbereitet diesmal. Schwöre, wir sind in die Schule gegangen und wir haben Schule, was das? Vanessa, komm, du musst mitmachen. Vanessa hat ein Praktikum gemacht bei Wer wird Millionär. Schwöre, deswegen, die weiß alle Fragen. Sie weiß alle Fragen. Komm jetzt. Vanessa, komm, Olivia, komm her. Oh, Vanessa will anscheinend nicht. Wir machen so. Für eine Frage ist Vanessa und dann Joker. Nur für eine Frage. Ein. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Für eine Frage ist Vanessa euer Joker. Du bist so ein Baba. Zurück. Ist ein Frage Baba. An, wer ist der Bundeskanzler von Deutschland? Oh. Wir nehmen unseren Joker Vanessa. Also, ich glaube, Das ist wirklich jetzt eine tricky Frage. Ich finde es halt schade, dass direkt so mit einer schweren Frage angefangen wird. Das finde ich ein bisschen doof, aber ich glaube, Heidi Klum, ne? Als unsere Bundeskanzlerin gerade momentan, ne? Vanessa, wie heißt der Bundeskanzler? Oh mein Gott, sie weiß nicht. Wieso weißt du das nicht? Ich dachte, du hast ein Praktikum bei Wer wird Millionär gemacht. Oh, sie weiß es. Heidi Klum. Sie sagt Olaf Schubert. Ah, ja, gut, das ist ja gut. Wie heißt die schwedische Popband, die mit Hits wie Mamma Mia oder Dancing Queen weltberühmt wurde? Das weiß ich, meine Oma hört die Musik immer, ich weiß. Oh. Sarah Connor. Baba. Nee, Babo. Nein, Baba, du Hundekopf. Frage 3. Nennt bitte 3 verschiedene Bundesländer. Oh. Ich kann aber nur 2. Drei verschiedene Bundesländer. Da steckt ja das Wort Länder drin, ne? Also, Schweden, Italien und Frankreich. Das kann ich. Brandenburg-Vorpommern. Sachsenburg-Brandenburg. Oh mein Gott, ja, kommt schon ein noch. Sachsenburg-Thüringen. Nein. Luxemburg. Frage 4. Welches Element wird im Periodensystem mit der chemischen Abkürzung SN bezeichnet? Keine Ahnung, Celine hat das N gesagt. Ja, sah du Nasenschwein. Und Periode hat auch gesagt. Nein, aber dürfte ich noch mal kurz nachfragen, was bedeutet denn SN? Celine, sag du, ich sag es nicht. Aber SN wüsste ich jetzt. Das harte Six mit Nase. Satonaso. Frage 5. Welcher Fußballverein wurde in Deutschland am häufigsten deutscher Meister? Keine Ahnung, ich mag keinen Fußball. Dynamo Dresden. Okay, kleiner Tipp. Thomas Müller spielt dort. Der Verein kommt aus Bayern, genauer gesagt aus München. Dynamo Dresden. Der Verein heißt FC Bayern München. Keine Ahnung, wir sind Mädchen, wir wissen sowas nicht. Ja, ich habe euch die Antwort ja gerade eben gesagt, also... FC Dynamo Dresden. Nein, nicht FC, FC. Ah, so! FC Thomas München! Frage Nummer 6. Vervollständigt das Sprichwort. Es ist nicht alles Gold. Marceline trägt das meiste, es gefällt aus der Silber. Ja, ihr habt bisher leider alles falsch beantwortet. Stell bessere Fragen, dann kriegst du auch einen besseren Antwort. Naja, so ganz einfach wollen wir euch das ja nicht machen. Ne? Mach, egal. Fuck mich, ich hab jetzt mal. Frage 7. Warum sucht man Ostern eigentlich Ostereier? Das wegen Jesus. Das ist wegen Jesus? Jesus hat an seinem letzten Abendmahl seine... Jetzt kommt's. Sein Follower Eier gegeben. Bist du ein Schatzeier? Er hat sogar seinen eigenen Eiern gegeben. Seinen Follower. Und hat damit gesagt, immer. The Message... Leute, ihr seid mir wichtiger als meinen eigenen Eiern. Frage 8. Was ist die NASA? Eine Organisation in Deutschland, Frage 9. Aus welchen 3 Parteien besteht sich um die Tiere kümmert? Nee, ich hab keinen Bock mehr. Was ist für eine Frage? Hast du keine Ehre? Ich schwöre, ich bin ja gerade an einen Punkt angerannt. Ich schwöre, Wallah, ich mache hier gar nichts mehr. Wo ist deine Ehre? Wo ist die Ehre? Okay. Letzte Frage, extra für euch. Wie heißen die Kinder von Sarah Harrison? Mia und Kyler! Das wusste ich gar nicht. Stell bessere Fragen, besser nach. Wegen Akku?
Also, ohne Scheiß, die letzte Frage wusste ich halt wirklich nicht. Oh, Scheiße, ne. Oh, schön. Nee, es waren aber auch, nee, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, also, es waren ja jetzt auch extrem schwierige Fragen, ne, also, Bundeskanzler, der Bundeskanzler ist, also, wüsste ich jetzt auch nie. Ja, also, das wäre genauso wie, wenn man jetzt fragen würde, was für eine Unterhose trage ich, ne? Herr Kehne, richtig. Nee, Spaß. Nee. Oh, nee. Oh, schön. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.